Dustin, unglaubliches Match gespielt. 6-1 im dritten gewonnen gegen Benoit Paire im Viertelfinale vom Mercedes Cup. Wie war das Match für dich? Ja, ein toughes Match natürlich. Erstmal danke an alle, die hier sind, die mich gepusht haben. Und danke für mein Salzwasser, das hat auch geholfen. Natürlich gegen Benoit ist es immer schwer zu spielen. Er kann sehr gutes Tennis spielen. Er tilt halt auf dem Platz dann ab und zu auch mal, was natürlich auch noch gefährlicher macht. Ich bin happy, dass ich da durchgekommen bin. Zweiten Satz war dann ein bisschen die Wende, wo er mich dann gebreakt hat, weil er da auch sehr gut gespielt hat. Und ich habe dann im dritten Satz auch zu mir gesagt, ich werde auf jeden Fall aggressiver und kompromisslos mein Spiel spielen und werde den dritten Satz dann halt so gewinnen oder verlieren. Die Rechnung ist dann halt aufgegangen, dass ich sehr gut retourniert habe und dann 6-1 gewonnen habe. Und ich bin jetzt erstmal glücklich und konzentriere mich natürlich dann morgen auf mein Doppel mit dir gegen die Herren Emrich und V. Ich habe schon gesagt, die sollen Helm aufziehen für morgen dann und dann werden wir morgen unseren Spaß haben. Freitag, kurzer Ausblick, geht's weiter gegen Garcia Lopez? Schon mal gespielt? Ja, vor, weiß ich nicht, anderthalb Monaten. Ich ging gespielt beim Challenger, habe glaube ich 3-3 oder 3-4 verloren. Es war eigentlich ein recht enges Match, habe nur halt in den entscheidenden Momenten leider zu viele Fehler gemacht und er hat einfach solide runtergespielt und hat an dem Tag dann gewonnen. Körperlich gehst du gut, zweimal drei Sätze gespielt, lange Matches gespielt, alles gut? Ja, diesmal ist alles wunderbar. Letztes Mal, wie gesagt, ein bisschen ein Problem mit den Beinen gehabt, aber diesmal alles wunderbar. Super, Dustin. Genieß den Abend und viel Glück morgen im Doppel. Danke.